Liebe Flörsheimerinnen und Flörsheimer, zum Wochenvideo. Seit dem 1. Mai hat Flörsheim einen neuen Pressesprecher und Referenten für die Öffentlichkeitsarbeit, Herrn Jörn Dietze. Eine erste Woche ist um. Wie ist so der erste Eindruck? Gut. Als Wiesbadener kannte ich Flörsheim ja schon ein wenig, vor allem durch Freizeitaktivitäten, Wandern und Radfahren hier im Naturpark zwischen Weinreben und Fluss. Und die positiven Eindrücke haben sich auch, was die Menschen betrifft, hier bestätigt. Gemerkt auch weiter, dass Flörsheim eine sehr charmante Stadt ist, mit offenen Menschen, mit vielen Aktivitäten von der Stadt selbst, aber auch durch Kirchen- und Religionsgemeinschaften, dem lokalen Handel, aber auch Initiativen, Vereine und Verbände, die hier sehr viel machen. Na, das klingt doch alles wunderbar und sehr positiv. Bringen Sie auch Ideen mit oder was sind so Ihre Vorstellungen, wie man da vielleicht weiter dran arbeiten kann? Ja, ich denke, es geht vor allem auch darum, sich weiterhin einladen und offen zu präsentieren als eine Stadt. Und es geht auch für mich darum zu sagen, die Bürgerinnen und Bürger sollen vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten bekommen und dass wir die auch offen kommunizieren hier in Flörsheim. Denn ich denke, Bürgerinnen und Bürger sollen auch immer Botschafterinnen und Botschafter ihrer Stadt sein. Wenn sie das Gefühl haben, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich angenommen, hier kann ich Dinge verwirklichen, die mir wichtig sind. Und das schafft eine besondere Identifikation, die dann wiederum auch nach außen wirkt. Ja, ein schönes Bild, Botschafter zu sein, Botschafterin zu sein, seiner eigenen Stadt. Es gibt ja durchaus die eine oder andere Maßnahme, die da auch mit reinpasst, die jetzt schon läuft und genau diese Beteiligung auch vorsieht oder vorgesehen hat. Ja, da denke ich vor allem auch an die Mainufergestaltung, wo es ja wichtig war, ganz verschiedene Gruppen mit ins Boot zu nehmen. Und wenn ich längerfristig denke, ist für mich immer so eine Art Leitbild auch wichtig. Und da ist man in Flörsheim ja auch auf dem Weg mit dem Stadtentwicklungskonzept für die nächsten 20 Jahre. So Fragen wie, was macht uns eigentlich aus? Wo liegen Potenziale unserer Stadt? Was macht uns eigentlich attraktiv und unverwechselbar? Das sind Fragen, die man sich in dem Kontext oder wir uns in dem Kontext immer wieder stellen müssen. Und da denke ich, geht es auch viel um das Stichwort Lebensqualität. Und das habe ich auch festgestellt, dass das auch jetzt schon den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig ist und dass sie das auch in ihrer Stadt schon sehr schätzen, dass wir so hier eine Lebensqualität haben. Ja, genau. Stichwort Lebensqualität, das wird ein wunderbarer Übergang zu der Ankündigung, was am Wochenende so alles läuft. Denn nach Corona zeigt sich jetzt die offene Gesellschaft noch immer stärker wieder, Gott sei Dank. Und so ist zum Beispiel am Wochenende, zwei Tage lang, Samstag und Sonntag, ein Treffen von Oldtimer-Freunden, das jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden hat, aber hinter dem Bootshaus jetzt wieder stattfinden wird. Vielleicht haben Sie Zeit, mal vorbeizukommen. Ein ganz anderes Thema ist der Dialog der Religionen. Und da ist es die Atta-Moschee, die am Sonntag einen Tag der offenen Tür macht. Die Ahmadiyya-Gemeinde lädt ein. Vielleicht hat auch da jemand Lust, hinzugehen und in den Dialog einzusteigen. Und wer sich stärker der Kunst verschreibt, der sollte ins Kunstforum Mainturm gehen. Da läuft die Ausstellung Quattro Stagioni dell'Art, also vier Jahreszeiten der Kunst. Das ist die Graf-Stauffenberg-Schule, die mit ihren Klassen von der 5 bis zur 10 gearbeitet hat an dem Thema Corona und wie kann man das künstlerisch umsetzen. Eine sehr spannende und interessante Geschichte. Vielleicht haben Sie Zeit, wenn Sie aktiv sein wollen am Wochenende. Flörsheim bietet da vielfältigste Chancen. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss, schönes Wochenende.